Für uns im Selzer TV ist es immer eine große Freude, Sie über freudige Ereignisse zu informieren. Und da haben wir heute gleich drei Berichte fertiggestellt, zu denen wir Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr herzlich begrüßen möchten. Wir waren Gast bei der Abiturfeier der Gesamtschule in Salzkotten, erlebten im Salzkottener Ortsteil Mandinghausen einen stimmungsvollen Schützenumzug und haben den Männerchor Salzkotten begleitet, der mit der hochkarätigen Zelterplakette ausgezeichnet wurde. Wie sagt man bei einem Schulabschluss so schön zu jungen Leuten? Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das traf wohl auch für die 39 Absolventinnen und Absolventen der Gesamtschule in Salzkotten zu. Sie bekamen jetzt im Rahmen einer stimmungsvollen Abschlussfeier ihre Abiturzeugnisse überreicht. Und schon war der Weg frei in den Ernst des Lebens. Das war heute ein ganz besonderer Tag für die Abiturabsolventen der Gesamtschule Salzkotten. Unter dem Motto Last Abisod fand in der Mensa der GESA die stimmungsvolle Abiturfeier 2023 statt. Die jungen Männer und Frauen, sie zogen hier zu den emotionalen Klavierklängen von Theresa Loh in die Mensa ein. Sie hatten heute allen Grund zum Feiern, denn auch aufgrund der zurückliegenden Pandemie hatte man auch von ihnen einiges abverlangt. Auch der Lehrkörper, er hatte es immer wieder verstanden, durch ungewöhnliche Maßnahmen den Unterrichtsstoff auf einem hohen Level zu halten. Schulleiter Berthold Fischer wies in seiner Begrüßung auch noch einmal auf die Problematik der zurückliegenden Corona-Zeit hin. Unabhängig von Raum und Zeit, besonders deutlich wurde das während der Corona-Pandemie, habt ihr euch bis zum Staffelfinale durchgekämpft. Und da könnt ihr stolz drauf sein. Auch die letzte geplante Staffel geschafft und mit Erfolg beendet zu haben. Egal wie das jetzt weitergeht, das ist erstmal ein Grund zu feiern. Heute, das ist euer Tag, the last episode, ein Meilenstein in eurem Leben. Genießt den Tag und lasst euch feiern und feiern. Auch Norbert Menke, stellvertretender Bürgermeister, richtete herzliche Worte an die Abiturienten und Abiturientinnen. Denken Sie daran, dass es nicht immer darauf ankommt, ob am Ende etwas Greifbares im Kasten ist. Die wahren Schätze sind die Erinnerungen, die Sie mitnehmen, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben und die Beziehungen, die Sie geknüpft haben. All diese Dinge sind unersetzlich und werden Sie auf Ihrem Weg begleiten. Für die musikalische Untermalung sorgte Theresa Loh, die das Publikum mit ihrem emotionalen Spiel in den Bann zog. Dann war es endlich soweit, Bühne frei für die 36 Absolventinnen und Absolventen. 36 bekamen das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, während 9 Schüler und Schülerinnen das Fachabitur abschlossen. Für sie ist heute wohl ein Schritt zum Erwachsenenleben, zumindest offiziell vollzogen. Ein wichtiger Lebensabschnitt ist nun Vergangenheit und ein neuer wird das Leben dieser jungen Menschen bestimmen. Sie werden jetzt lernen müssen, auf eigenen Füßen zu stehen. Und wenn man weiß, ist das ja auch nicht immer das Leichteste im Leben. Dazu braucht man vor allen Dingen Mut und Zuversicht. Wohl auch Attribute, die die Gesamtschule in Salzkotten auch mit auf den Weg gegeben hatte.
Ja, wie wird die Zukunft dieser Generation aussehen? Die Erwartungen an einen künftigen Beruf, sie sind vermutlich hoch. Er sollte in erster Linie Spaß machen und im besten Fall eine sichere Zukunft bieten. Für viele spielt dann bei der Berufsorientierung auch eine gute Universität eine Rolle. Aber hier darf man ruhig mal sehr optimistisch sein, denn es breiten sich Studienfelder in einer noch nie gekannten Größe aus. Nicht alle aber werden diesen Weg gehen oder wollen. Es gibt noch zahlreiche Berufszweige, die händeringend nach Nachwuchs suchen. Auch das Handwerk mit seinem goldenen Boden bietet glänzende Perspektiven und schlecht verdient wird dort auch nicht. Nun ja, diese Orientierung, sie warten jetzt auf die jungen Leute. Und hier darf man denen viel, viel Glück dabei wünschen. Und für diese fünf jungen Abiturientinnen hatte man noch besondere Ehrungen vorgesehen. Lisa Strothe, Maike Frohn, Ronja Stute, Selina Kramer und Jasmin Grünke. Die von der Stadt Salzkon ausgelobten Preise für die besten Abiture überreichte stellvertretender Bürgermeister Norbert Menke an Lisa Grothe, Mareike Frohn und Ronja Stute. Lisa Grothe konnte außerdem den von der Buchhandlung Schmeschle gestifteten Preis für Leistungen im sprachlichen Bereich empfangen. Maike Frohn wurde wegen ihrer herausragenden Leistungen im MINT-Bereich mit einer Auszeichnung der Firma Elektro Müller geehrt. Der Kreativpreis, gestiftet von Hederle, erging an Selina Kramer, die mit außergewöhnlicher Kreativität beeindruckte, und den von der Firma Bäckerei Lange gestiftete Aufsteigerpreis für die stärkste schulische Entwicklung. Darüber durfte sich Jasmin Grönke freuen. Auch sie trugen zum Gelingen dieses Tages bei, die Schulband mit ihrem Stück Nothing Else Matters, so nah, egal wie weit entfernt. Wird man in Zukunft bauen können. Bauen kann man aber auch auf den Schützenverein in Mantinghausen. Die St. Antonius Schützenbrüder aus Mantinghausen-Rebbeke feierten mit ihrem Königspaar Johanna Hamschmidt und Timo Toussaint ihr Schützenfest. Bei herrlichstem Wetter strahlte das Königspaar mit seinem Hofstaat beim Festumzug um die Wette. Mit dabei unsere Reporterin Sandra Glocke. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die St. Antonius Schützenbruderschaft Mantinghausen-Rebbeke eröffnet die Schützenfestsaison 2023 im Stadtgebiet Salzkotten. Heute ist hier Schützenfest. Das amtierende Königspaar Timo Toussaint und seine Königin Johanna Hamschmidt lassen sich hier aus des Königselternhaus abholen. Es ist wunderbar festlich geschmückt, das Wetter ist perfekt zum Feiern und wir gucken jetzt mal, ob König, Königin und der Hofstaat Stadtler sind. Kommt mit! Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch Timo, dem König, und Johanna, der Königin. Ihr hattet jetzt ein Jahr lang Warm-up und jetzt ist der Höhepunkt da. Gut vorbereitet?
Also ich glaube, wir können nicht besser vorbereitet sein. Wir haben letzte Woche schon richtig schön gekränzt, grün geholt und ja. Wir haben schon das ein oder andere Bierchen getrunken. Also die Zapfanlage, die blieb nicht still. Stadler, also ihr hattet ja auch einiges jetzt in diesem Jahr schon zu tun, ne? Ja, wir hatten schon genug zu tun, aber mit der Truppe war das kein Problem. Die haben uns tatkräftig unterstützt und das ging alles so von der Bank. Das war super. Ist man denn jetzt heute auch noch ein bisschen nervös? Ja, also ich bin jetzt am meisten nervös, wenn es dann gleich losgeht zum Umzug und dann raus, ne? Wenn man gleich erstmal die Musik hört, genau. Pass mal auf, dann geht's rund. Geht's noch, aber ich denke, dann kommt das gleich. Also ich bin tiefenentspannt. Das ist wichtig, dass einer das bleibt. Nee. Vor allem, ihr habt den montags immer Vogelschießen, ne? Also vor einem Jahr. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Genau, also ja, wir haben wieder schön Schützenfest gefeiert und ja, es war dann so, dass ich ja eigentlich gerne schon immer Schützenkönig werden wollte. Und habe dann ein paar Leute gefragt und dann hatte ich gesagt, oh, kriege ich überhaupt einen Hochstart zusammen oder so. Und da habe ich gesagt, ja komm, schieß da einfach. Ja. Dann war es ein spannendes Vogelschießen mit vier Leuten. Zwei davon sind auch jetzt im Hochstart mit drin. Und ja, dann hatten wir beim neuen Platz ein wunderschönes Vogelschießen. Und ja, dann bin ich es geworden. Dann haben wir einen Zettel in die Hand genommen und auf einmal sind wir 14 Paare geworden. Anne, warst du denn auch vor Ort? Ja, ich war auch vor Ort. Wusstest auch Bescheid, warst eingeweiht? Ich war eingeweiht, aber ich habe das nicht so ernst genommen, aber ja. Und als er dann unter der Stange stand und es immer enger wurde, wird man da ein bisschen nervös? Dadurch, dass viele Leute am Schießen waren, war ich gar nicht so nervös, weil bei ihm ist nicht so viel runtergefallen. Aber zum Schluss, da kam es dann. Schon. Du siehst total gut aus und du scheinst dich auch sehr wohl zu fühlen in deinem Kleid. Danke, ja, ich fühle mich sehr wohl. 14 Hofstaatspaare seid ihr. Wie setzt sich der Hofstaat zusammen? Das sind einmal aus Timos Fußballmannschaft Freunde, von meinem Freundeskreis welche, aus Timos Freundeskreis und spontan mit welchen, die wir aus Schützenfest eigentlich immer gut gefeiert haben und an dem Wochenende besonders. Und ja, da hat sich das bei manchen spontan ergeben. Wo man eine gute Feiergarantie dann schon hat, ne? Die nimmt man auch noch mit. Ne? Genau, dann würde ich mir gleich jetzt mal euren Hofstaat auch vorknöpfen, auf jeden Fall die hübschen Mädels. 14 Hofdamen, Respekt, die werde ich nicht alle vorstellen, die können sich selber vorstellen. Ich bin Annika Henkel, ich komme aus Deddinghausen und ich bin mit Hendrik Hamschmidt im Hofstaat. Ich bin Nicole Schulte, ich komme aus Utagen und bin mit Torben Bolte im Hofstaat, der kommt auch aus Utagen. Ich bin Alicia Hoppe, ich komme aus Mettinghausen und ich bin mit meinem Mann Stefan Hoppe im Hofstaat. Ich bin Celine Roxlau, ich komme aus Utagen und bin mit Marius Kieke aus Mettinghausen im Hofstaat. Ich bin Lorin Timmer, ich bin mit Max Jasmeier im Hofstaat und wir kommen beide aus Mettinghausen. Ja, ich bin Ann-Christine Wülper, bin mit Elias Kuckuck im Hofstaat und der kommt aus Rebbeke. Ich komme allerdings aus Mettinghausen. Ich bin Christina Sandmeier, ich bin mit Ludger Sandmeier im Hofstaat und wir kommen beide aus Mettinghausen. Ich bin Carina Iseke, ich komme aus Mettinghausen und ich bin mit Daniel Tussing, dem Zwillingsbruder, zusammen und er kommt auch aus Mettinghausen. Ich bin Hanna Schüttemeier, ich komme aus Mettinghausen und ich bin mit Mika Hüser im Hofstaat und er kommt aus Mettinghausen. Hallo, ich bin Marina Börger, ich komme aus Schönning und ich bin mit Thomas Wilper hier aus Mettinghausen im Hofstaat. Ich bin Helena Hasler, gebürtige Salzkottnerin, wohne aber schon seit 8 Jahren in Mettinghausen und bin mit Steffen Fischer im Hofstaat, auch aus Mettinghausen, der große Blonde. Mein Name ist Hanna Hake, ich komme aus Rebbeke, mein Hofherr ist Franz Niklas Niggemeier und der kommt aus Mettinghausen. Hallo, ich bin Marion Alder, ich bin mit Marcel Lipsmeier im Hofstaat und wir kommen aus Mettinghausen. Ja, ich bin Claire Schröder, ich komme aus Salzkotten und mein Hofherr ist Tommy Kuhle Kuhlenkamp, auch aus Salzkotten. Wunderschön, das können Sie schon mal. Also, und dann hätte ich noch gerne gewusst, liebe Mädels, seit wann seid ihr heute Morgen wieder am Start mit Haare machen und so weiter? Ja, ich glaube, die ersten sind schon um 7 Uhr losgefahren. Bei mir ging es Gott sei Dank ein bisschen später los, erst um 10. Wie war das mit der Kleidersuche? Hat alles funktioniert? Hat geklappt? Ich glaube auf jeden Fall. Das war ganz einfach. Wir stimmen uns nie ab mit den Farben, aber es passt immer perfekt, wenn wir uns sehen. Tatsächlich, alles glitzert. Irgendwo glitzert irgendwas, ne? Es gab auch genügend Auswahl? Auswahl? Kleiderauswahl? Auswahl, ja, absolut, absolut. Eine Werbung für Lippe Rode. Ja, die nächste Frage, wart ihr alle zusammen in einem Laden oder wie habt ihr das gemacht? Nee, wir sind alle getrennt voneinander gefahren, manchmal mit ein paar anderen Mädels, aber hat gut geklappt. Okay, ich gehe noch einmal rüber. Nochmal die Frage, alles aus einem Laden oder weil ich gerade Werbung schon für Lippe Rode gemacht habe, ne, dann muss ich fragen, alles aus einem Laden? Nee, ich glaube, jeder war so überall. Also Lippe Rode war, glaube ich, dieses Jahr gut vertreten, aber... Wie war es denn gestern Abend schon? Habt ihr ordentlich gefeiert? Ja, war auf jeden Fall eine super Stimmung, super viele Leute da, hat richtig Spaß gemacht, ja. Ihr seid auch gar nicht aufgeregt jetzt heute? So,
Ich meine nicht so wie die Königin, ihr lauft ja nur hinterher, oder? Ja, es geht. Die Anspannung ist schon da, aber... Aber läuft, Wetter ist super, es kann euch nichts mehr passieren. Er wartet auf die Musik und dann geht's gleich los. Vielen herzlichen Dank euch. Schützenfest in Mantinghausen-Rewecke läuft. Königspaar, Hofstaat, Schützen, Musik, die laufen jetzt zum Festplatz und da geht's weiter. Da wird ordentlich gefeiert. Und weil die so gut feiern können, hat sich das Königspaar auch spontan überlegt, wir heiraten mal in 6 Wochen. Und auch dazu wünschen wir den beiden alles Gute, viel Glück und freuen uns, dass das hier in Mantinghausen so gut geklappt hat. Habt viel Spaß bei eurem Fest. Bis zum nächsten Jahr. Viel Spaß hatte auch der im Jahr 1923 gegründete Männerchor aus Salzkotten. Heute, im Jahr 2023, konnte der Chor dann sein 100-jähriges Bestehen feiern. Nun, 100 Jahre sind ja auch schon etwas ganz Besonderes. Jetzt wurde der Chor aus diesem Anlass für seine besonderen Verdienste vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Zelter-Plakette ausgezeichnet. Franz Josef Deppe war dabei. Man schrieb das Jahr 1923, als sich einige Männer zusammengefunden hatten, um den Männergesangverein Frohsinn Salzkotten in der Selzerstadt zu gründen. Schnell fand man einen Chorleiter und dann wurde fleißig gesungen und geprobt. Der Chor wuchs schnell. Schnell fand man einen Chorleiter und dann wurde fleißig gesungen und geprobt. Der Chor wuchs stetig, jedoch in den Kriegswirren fiel der Chor wieder zusammen. Erst nach dem Krieg wurde der Chor wieder zum neuen Leben erweckt. In den Jahren 1945 bis 1980 wuchs der Chor stetig und erreichte unter der Leitung von Reinhold Zisowski eine stattliche Anzahl von 70 bis 80 Sängern. Von nun an wurden Konzerte gegeben, die beim Publikum bestens ankamen. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2009. Nicht nur Konzerte wurden gegeben,
sondern nach dem Krieg wurde auch Theater gespielt. Das Singspiel Winzer Liesel fand regen Anklang und wurde zum Stadtjubiläum 700 Jahre Open Air auf dem Park des heutigen Kriegerdenkmals aufgeführt. Die Zahl der Sänger hat sich in den letzten Jahren ständig nach unten bewegt, sodass heute noch zwischen 25 und 30 Sänger dem Chorgesang treu geblieben sind. So viel zu der wechselvollen Geschichte des Männergesangvereins 1923 Salzkotten. Von 1923 bis 2023. Das sind 100 Jahre im Leben des Männerchores Salzkotten und das ist etwas Besonderes. Denn der Männerchor sollte mit der Zelter-Plakette ausgezeichnet werden. So machte sich am 25.06.23 der Männerchor 1923 auf den Weg zur Stadthalle nach Castrop-Rauxel, um diese Ehrung in Empfang zu nehmen. Die Zelter-Plakette wurde vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss als Auszeichnung für Chöre gestiftet, die mindestens 100 Jahre bestehen und sich in besonderer Weise für die Verdienste und die Pflege des Volksliedes und der Chormusik erworben haben. Eröffnet wurde der Festakt von dem Kölner Akkordeonorchester 1935 e.V. und dem Kölner Chor die Erben e.V. Dr. Hildegard Kalutzer vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen betont in ihrer Begrüßung die Wichtigkeit des Chorgesanges. Ist für viele heute sogar gar nicht so einfach in Zeiten von Social Media, wo man außerdem jederzeit ja sich produzieren kann. Man muss nicht zu einem bestimmten Ort kommen, nicht zu einer bestimmten Zeit. Und was vielleicht noch mehr bedeutet, man muss Geduld haben. Die Auszeichnungen für den Männergesangverein Salzkotten 1923 nahmen dann in Empfang der erste Vorsitzende Rainer Marx, der Ehrenvorsitzende Egon Ester und der Dirigent Rudolf Hüllerer. Doch was bedeutet die Zelter-Plakette für den Männerchor Salzkotten? Rainer Marx. Die Plakette ist eine besondere Anerkennung für 100 Jahre Gesang oder Musik im Verein, die nicht jeder Vereinigung so einfach zuteil wird. An dieser Stelle bei all den vielen Sängern, die in diesen 100 Jahren den Sängern, den Chorleitern und den Vorständen dazu beigetragen haben und sich mit ganzem Herzen für die Ziele und Aufgaben unseres Chores eingesetzt haben. Wir blicken zurück auf ein Jahrhundert voller Frohsinn, Harmonie und Geselligkeit. Hier einzelne Highlights herauszupicken, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ohne Sänger, ohne Chorleiter, ohne Vorstände wären diese 100 Jahre nicht möglich gewesen. Zu
zum Abschluss des Festaktes noch einmal der Kölner Chor Die Erben e.V. und das erste Akkordeonorchester 1935 e.V. Ja, ich finde, das war ein großartiger musikalischer Abschluss unserer heutigen Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gerne stellen wir Ihnen aber auch 24 Stunden am Tag unsere Berichte im Internet unter selzer.tv und unsere Magazinsendungen unter nrvision.de zur Verfügung. Wir sind nur einen Klick von Ihnen entfernt. Besuchen Sie uns, wir freuen uns darüber. Haben Sie für heute vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss bis zur nächsten Sendung Ihres Selzer TV.